Sie tragen die teuersten Kleider und das kostbarste Geschmeide. Doch es geht auch anders. Kate und Co. shoppen genauso gern bei Günstiglabels. Die besten Schnäppchen zeigen wir euch hier im royalen Stylecheck. Die royalen Damen können ja leider nicht einfach so durch die Fußgängerzone schlendern. Dafür haben sie persönliche Einkäufer bzw. schicken ihnen die Labels auch gerne direkt die Sachen in den Palast. Eines von Kates Lieblingslabels ist Zara. Der spanische Bekleidungsgigant kann sich seit Jahren über den royalen Support freuen. Unvergessen ist dieser Auftritt 2011. Auf dem Gelände vom Buckingham Palace machen sich die frisch vermählten Kate und William auf den Weg in die Flitterwochen. Knapp 50 Euro hat das blaue Kleid damals gekostet und natürlich war es danach sofort landesweit ausverkauft. Wie sehr Kate das Kleid mag, zeigt sich in den Jahren darauf. Bei gleich mehreren Auftritten entdecken wir es unter ihrem Mantel. Nicht nur die Kleider des spanischen Labels gefallen der Herzogin von Cambridge, auch in der Accessoire-Abteilung shoppt sie gern. Bei einer Filmpremiere 2013 ist sie der unangefochtene Hingucker. Während das Designerkleid von Roland Moret ein kleines Vermögen gekostet hat, zahlt Kate für die Kette gerade einmal 30 Euro. Auf die Accessoires der Modekette setzt auch Königin Letizia. Diese rote Tasche ist einer ihrer absoluten Favoriten und für knapp 40 Euro wohl mit Abstand das günstigste Modell in ihrem Schrank. Nicht nur in Spanien und Großbritannien wird gespart, auch in Schweden guckt man auf die Noten. Kronprinzessin Victoria ist vor allem daran gelegen, die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Sie könnte beim Volk kaum beliebter sein und das ist auch nicht verwunderlich. Kronprinzessin Victoria gibt sich allzeit pflichtbewusst und bodenständig. Sogar mit ihrer Kleidung drückt sie das aus. In ihrem Kleiderschrank hängen mindestens genauso viele Günstigteile wie Designerkleider. Klar, dass dabei der schwedische Modegigant H&M besonders viel Platz einnimmt. Victoria ist ein großer Fan der Nachhaltigkeitslinie des Labels. Und weil die Ladenkette das weiß, schickt sie ihre Kleider der Kronprinzessin immer vor offiziellem Verkaufsstart. Bei diesem Kleid gucken wir aber noch etwas genauer hin, denn das findet nicht nur in Schweden Anklang. Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit besitzt das gleiche Modell in Schwarz. Ebenso Kronprinzessin Mary von Dänemark. Das ist Kronprinzessin Victoria übrigens nicht entgangen. Sie hat sich das schwarze Kleid schließlich auch noch gekauft, nachdem sie es bei ihren royalen Freundinnen gesehen hat. Es versteht sich von selbst, dass diese Outfits immer sofort vergriffen sind. Doch eine bessere Werbung können sich die Modeunternehmen wohl kaum wünschen. Und das war's für diese Woche. Wir sehen uns beim nächsten royalen Stylecheck.